willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Zu Gast heute im Studio ist Dr. Henrik Groth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, wir hatten uns schon vor einigen Monaten getroffen hier bei Chefsache und hatten damals über die Wahl gesprochen. Wie könnte denn ein Ausgang aussehen? Über Jamaika haben wir gesprochen. Ja. Jetzt ist es dann doch wieder völlig anders gekommen. War das auch für Sie eine Überraschung? Naja, sagen wir so, unsere Fantasie war ja schon beim letzten Mal ziemlich angeregt. Das konnten wir uns alles nicht vorstellen, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir sind jetzt am Ende der Koalitionsverhandlungen. Es ist ein großes Werk herausgekommen mit 179 Seiten. Ich würde ganz gerne mit Ihnen heute darüber sprechen, was haben wir denn überhaupt von diesem Koalitionsvertrag, auch aus Wählersicht und vor allen Dingen auch aus der baden-württembergischen Perspektive. Es gibt da ja so ein paar Schwerpunkte, die ja auch für uns in Baden-Württemberg sehr relevant sind. Stichwort Wirtschaft, Stichwort Mittelstand. Welche Antworten liefert dieser Koalitionsvertrag auf die Probleme des Mittelstands im Land? Nicht allzu viele, eher sogar negative Antworten. Schauen Sie auf die Rentenpolitik, in meinen Augen einer der größten Probleme. Da hat sich jetzt die Große Koalition, so sie zustande kommt, macht sich einen ganz, ganz schlanken Fuß und sagt, ja, wir garantieren bis 2025 das Füllhorn. Und 2025 könnte es Probleme geben. Dafür werden wir eine Kommission bilden, 2020, 2022. Und dann schauen wir mal. Ich halte das für, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Die echten Zahlen sind seit langer Zeit bekannt. Der alte SPD-Vorsitzende Müntefering hat viel durchgesetzt. Sprich, er hat die Demografie anerkannt. Und die jetzige Regierung sagt, Demografie interessiert uns nicht. Ja, es ist sehr einfach, bis 2025 die Renten für sicher erklären. Danach kommt die große Problematik und dann stehen wir da blank. Und das ist natürlich dann auch für den Mittelstand ein großes Problem, weil dann kommt die Finanzierung der Rentenpolitik, die natürlich dann auch den Mittelstand massiv belasten wird. Stichwort Mittelstand aus technischer Sicht, Digitalisierung. Digitalisierung, ja, das klingt, Riesenthema. Das klingt fürs Erste eigentlich gar nicht mal so schlecht. Bis 2025 Glasfaser überall, Rechtsanspruch auf Glasfaser. Nur wir haben 2018. Sieben Jahre ist in der digitalen Welt. In der digitalen Welt ist das eine Ewigkeit. Und da habe ich das Gefühl, dass hier einige Leute in Berlin es nicht klar ist, dass der Konkurrenzdruck ist nicht mehr der klassische Konkurrenzdruck USA oder wer auch immer, Asien und so weiter, sondern sie haben überall in der digitalen Welt mittlerweile innovative Köpfe und die können uns sehr schnell überrennen. Und wenn wir dann sagen, aber macht euch mal keinen Kopf, in 3-4 Jahren bekommt ihr einen guten Anschluss. Schluss. Das ist zu kurz gesprochen. Sie haben ja auch internationale Erfahrungen, waren in Brasilien, waren in Argentinien. Wenn wir uns mal dort die Infrastruktur anschauen, jeder meint ja ein Bild davon zu haben, wie es vor Ort aussieht. Im Vergleich zu Deutschland hinken wir sogar hinten an. Naja, wenn Sie, sagen wir mal, durch Sao Paulo gehen und Sie haben Ihr iPhone, dann funktioniert das iPhone. Ich habe mal lässig gesagt, dann explodiert es, weil auf einmal alle Anwendungen super funktionieren. Fahren Sie hier durch Oberschwaben und dann funktioniert das iPhone nicht. Das ist einfach schon mal der große Unterschied. Von Verbänden hören wir, es wäre schön gewesen, wenn es sowas wie ein Digitalministerium oder ein Digitalminister gibt. Ist das letztendlich typische PR von der Opposition oder würde es tatsächlich Sinn machen? Ich denke, es würde langsam aber sicher Sinn machen. Ich habe nicht ganz genau drauf geschaut. Ich glaube, wir haben jetzt Zuständigkeiten für das Digitale in der künftigen Bundesregierung in 4 oder 5 Ministerien. Das ist natürlich wirklich Schwachsinn, um es mal ganz böse auszudrücken. Das muss gebündelt werden, da muss mehr Druck rein. Deshalb ist diese Forderung nach einem Ministerium doch deutlich mehr als nur PR. Lassen wir uns noch mal auf einen Blick auf den Mittelstand werfen. Im Koalitionsvertrag steht unter anderem drin, dass Arbeitszeitverträge limitiert werden sollen. Wenn man genauer mal reinschaut, gilt das primär eigentlich für Unternehmen ab 75 Mitarbeitern. Gerade in Baden-Württemberg haben wir viele, viele Unternehmen, die unter 75 Mitarbeiter haben. Sind das die Gelackmärten? Muss man mal abwarten. Wir wissen A noch nicht, ob diese Regierung wirklich zustande kommt. Und dann wollen wir mal sehen, wie umgesetzt wird. Ich habe mal langsam aber sicher meine Zweifel. Wir haben sehr, sehr bürokratische Argumentationen. Da wird tatsächlich diese befristeten Arbeitsverträge als wegweisend, als entscheidender Teil eines Koalitionsvertrages. Wir haben jetzt gerade über Renten gesprochen, wir haben über Digitalisierung gesprochen. Das sind wirklich nebensächliche Bereiche. Und dann wollen wir mal sehen, wie das, wenn, umgesetzt wird. Da würde ich noch nicht Panik ausrufen. Für mich ist dieser ganze Koalitionsvertrag, um es ein bisschen nüchtern zu sagen, eigentlich eine ganz gute Basis für eine vernünftige Verwaltung. Verwaltung heißt aber nicht regieren.
Und da ist die Kritik. Sie sprechen auch von Umsetzung. Umsetzung benötigt immer Personen. Über Personen möchten wir gleich sprechen, unter anderem in Chefsache. Auch noch weitere Themen, Stichwort Haushalt, Stichwort Flüchtlinge und ein riesen Milliardenbudget für die Bildung, wie Sie das Thema einschätzen. Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer, hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Dr. Hendrik Groth, der Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und wir sprechen über den Koalitionsvertrag. Ja, viele haben ja gesagt, also eindeutiger Sieger dieses Koalitionsvertrages, das ist die SPD. Manche sagen sogar 80% SPD steckt da drin. 70. Nein, eindeutig. Die SPD hat hervorragend verhandelt, hat sehr viel von sich, von dem Programm durchbekommen, hat 20,5% bei der Wahl bekommen und steht da, als ob sie 40% bekommen hätte. Also wirklich, da muss man sagen, Chapeau. Und im Übrigen, Chapeau Martin Schulz. Martin Schulz war der harte Mann in der letzten Nacht der Verhandlung. Wir haben jetzt gerade da hinten eine Grafik gesehen mit einem großen Kreuz auf Martin Schulz. Wie haben Sie denn das wahrgenommen, dass einer sich wirklich hier, man möchte sagen, selbst aufgibt für diese Verhandlungen und dann mir nichts, dir nichts weggeworfen wird und am Ende ohne allem dasteht? Insgesamt, glaube ich, ein historischer Fehler, dass Martin Schulz in die deutsche Politik gegangen ist oder auch von der SPD-Seite ein Fehler, Martin Schulz zu berufen. Ich glaube, Martin Schulz ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Europapolitiker und hat einfach nicht die Szene in Berlin gekannt und teilweise auch nicht die Szene in den einzelnen Bundesländern. Im Bundestagswahlkampf ist er quasi ausgeladen worden aus NRW, aus seinem eigenen Landesverband. Da konnte schon gar nichts mehr gut gehen. Dass er jetzt am Ende völlig dasteht, ist, hat eine gewisse Tragik. Ganz eindeutig. Stichwort Europa. Es steckt in dem neuen Koalitionsvertrag jede Menge Europa drin. Sind das letztendlich Absichten, die grober Natur sind, oder wird es wirklich auch konkret? Und würden Sie sagen, ja, jetzt hat diese neue GroKo tatsächlich das Thema Europa gut angepackt? Wollen wir mal sehen. Fakt ist, wir haben derzeit ein Ungleichgewicht. Macron, der französische Präsident, versucht Europa zu reformieren, versucht Europa wieder aufs Gleis zu setzen, um all die Herausforderungen mit Donald Trump, seien es die Chinesen, seien es die Türken, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und dafür braucht Paris Berlin. Sprich, er wartet darauf, dass wir eine handlungsfähige Regierung bekommen. Was jetzt in der GroKo, in diesem Vertrag drin steht, das ist in meinen Augen sind das Leitplanken, sowohl für die Kanzlerin wie für den künftigen Außenminister, um dann mit Frankreich zusammen Reformen durchzusetzen. Ist denn der große Wurf gelungen, was auch Flüchtlingspolitik angeht? Große Frage. Ich halte das für, man kann darüber nachdenken, ob tatsächlich 10.000 Familienangehörige von subsidiär Geflüchteten hier hinkommen sollen oder dürfen. Aus menschlicher Sicht, glaube ich, wäre das auch gar kein Problem für die Bundesrepublik. Diese Zahl ist einfach lächerlich gering. Wir haben über 80 Millionen in diesem Land. Wir reden von 10.000 pro Monat. Das ist händelbar. Mittlerweile haben wir auch eine Infrastruktur durch die Krisen der vergangenen Jahre aufgebaut, wo auch diese Integration mehr oder minder vernünftig organisiert werden kann. Nichtsdestotrotz gibt es auch erfahrene Flüchtlingshelfer, die sagen, nee, wir sind sogar dagegen, dass dieser Nachzug organisiert wird, weil wir brauchen Perspektiven in den Ursprungsländern. Wenn da der Krieg vorbei ist, darüber reden wir jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten verstärkt über den Irak. Wir brauchen Leute, die mit Know-how ihr Land wieder aufbauen können. Und dann wäre es im Prinzip eine schwierige Aufgabe, wenn diese Menschen in Deutschland sind. Leute mit Know-how in unserem eigenen Land werden natürlich auch gesucht, insbesondere im Pflegebereich. Auch da hat der Koalitionsvertrag die ein oder andere Information drin. Großer Aufschrei. Insbesondere bei uns in Baden-Württemberg ist das Thema Pflege, Gesundheitsindustrie und letztendlich die gesamte Gesundheitsbranche ein höchst relevantes. 8.000 zusätzliche Pflegekräfte, 50.000 werden eigentlich benötigt. Das ist doch eigentlich nichts. Ja, aber es wäre in dem Fall, bin ich ein bisschen positiver, es wäre ein Beginn. Es ist Stück für Stück eine Umschichtung von Prioritäten. Und das ist wieder mal in der deutschen Politik im Vergleich zu anderen Ländern, ist es einfach eine Spur langsamer. Es wird viel organisiert, es wird jedes Argument hin und her gewogen, jeder kann sich äußern und so weiter. Es dauert halt eine Zeit, aber ich glaube, die Richtung stimmt.
Große Überraschung, abschließende Frage, war doch auch das Thema Bildung. An sich ja ein Thema, das bei den Ländern verortet ist, exakt, in unserem föderalen System. Nun will der Bund sich da einmischen. Sie waren erst kürzlich ja auch auf dem Parteitag der Grünen und haben Kretschmann gelauscht. Das wird ihm doch wahrscheinlich nicht passen. Nee, das passt ihm überhaupt nicht. Da ist er ganz überzeugter Föderalist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man bei diesem Vertrag, es ist halt Bundespolitik, SPD und Union wollten zu schnellen Ergebnissen kommen und da ist man sich schnell einig, ohne zu hinterfragen, Moment mal, ich muss ja durch den Bundesrat. Diese Ideen, das Geld von Bundesebene direkt in die Schulen reinzubringen, da wird es diverse Bündnisse auf Länderebene geben, die das so nicht haben will. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen in dem Fall auch ein richtiges Signal zu sagen, jetzt hört auf mit diesem Klein-Klein, wir müssen zwingend was tun und wir bieten euch das Geld an. Und damit wird Druck auf die Länder ausgeübt, von wegen, ihr habt ja, wir bieten euch die Summe X, ihr ruft sie nicht ab, erklärt es euren Wählern vor Ort, warum die Schule in so einem schlechten Zustand ist. Also da ist noch vieles offen, aber da wird es auch noch massive Konfrontationen geben. Wir sind am Ende unserer Chefsache-Sendung angelangt. In wenigen Tagen kommt das Ergebnis der SPD-Abstimmung heraus. Daumen oben oder Daumen unten? Stand jetzt, ich meine, vor Monaten hätten wir uns das alles nicht vorstellen können. Stand jetzt bin ich bereit zu wetten, dass die SPD zustimmt. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Bitte schön. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit hier bei Chefsache. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.